Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet, lag aber einfach nur daran. Okay, hier spielte jemanden die Vorfahrt an und die regt sich darüber auf. Auch geil. Wow. Wie schlechte Laune kann man bitte am frühen Morgen haben? Wir haben 8.19 Uhr, gute Frau. Trinkt man einen Shot, gute Laune. Das ist krass. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ich habe die Kids gerade in den Kindergarten gebracht. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil wir sehr lange tatsächlich bei der Schwiegermama waren. Wir waren, ich glaube, bis um 20 vor 7 oder sowas dort. Wir hatten ja, bevor wir dorthin gefahren sind, meine Schwester noch zu meiner Mama gebracht und sie auch auf dem Rückweg wieder abgeholt. Ich glaube, so um 10 vor 7 ungefähr war das so. 10 vor 7, 5 vor 7 haben wir meine Schwester nämlich bei meiner Mutter abgeholt. Und dann haben wir noch mal eine halbe Stunde nach Hause gebracht. Der Lias hatte dann noch was zu Abend gegessen. Der Samo nicht mehr, der war super knatschig. Der hat eine Milch bekommen und war innerhalb von Sekunden im Schlaf. Der war super müde. Genau, joa. Und wir haben die Kids fertig gemacht, ins Bett gelegt. Ich habe auch nichts mehr gemacht tatsächlich. Das war ja gut. Ich hatte ja direkt morgens meinen Vlog online gestellt. Ja, also wie gesagt, ich habe auch nichts mehr gemacht. Haben dann den Fernseher angemacht und dann war es gerade 20.20 Uhr und es lief irgendein cooler Film. Den haben wir geschaut. After Passion hieß der, glaube ich. Der war echt cool. Und das war's. Mir ist nicht passiert, deswegen habe ich mich nicht mehr gemeldet. Boah, ich bin heute Morgen wieder nicht aus dem Bett rausgekommen. Ich weiß nicht, was das momentan ist. Zu meinem Mann auch gerade gesagt, seit wir krank gewesen sind. Ich glaube, so um den Zeitraum war es gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das davor auch hatte, ehrlich gesagt. Aber ich bin jeden einzelnen Morgen so unglaublich müde. Also wenn ich wach bin, wenn ich dann aufgestanden bin, dann ist alles in Ordnung mit mir. Aber ich liege im Bett und werde wach durch die Kids oder irgendwas und habe das Gefühl, wir haben irgendwie, keine Ahnung, mitten in der Nacht, ja, und guck dann auf die Uhr und es war die letzte Zeit immer nach 7. Das ist so krank einfach, also wirklich, dass ich mal länger als 7 im Bett bleibe, das war dann vielleicht mal am Wochenende oder sowas, also wenn überhaupt. Der Lias hatte ja jetzt eine ganze Zeit lang, die Zeit ist mittlerweile auch Gott sei Dank vorbei, aber er hatte jetzt eine ganze Zeit lang eine Phase, wo er wirklich um 6 Uhr oder sowas aufgestanden ist. Das hat ja so gegen Weihnachten angefangen, um Weihnachten rum beziehungsweise davor, als wir die Adventskalender ans Geländer gehangen hatten, und da ist er ständig morgens aufgestanden wegen Geschenk auspacken, ja, das war sein Ding. Ja, und das ging jetzt doch noch in den Januar rein, dass er echt immer früh aufgestanden ist. Genau, und die Kids schlafen eigentlich wirklich so, die stehen so zwischen, also aller frühestens 6.30 Uhr, aber eigentlich eher so gegen 7 rum auf momentan beide. Aber mit mir, ich habe keine Ahnung, was los ist. Also ich hatte ja auch in der Zeit, wo wir diese Probleme hatten, gesundheitlich, habe ich bestimmt eine Woche lang, einfach um meinen Magen zu schonen, nicht zu reizen, eine Woche habe ich meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und so weiter nicht genommen. Und ich hatte jetzt zwischendurch auch immer mal wieder das morgens vergessen gehabt. Ich hatte zum Beispiel an einem Morgen, wo ich hier diese Leistengeschichte gemacht habe, hatte ich mir einfach morgens schnell einen Shake gemacht und den nebenbei getrunken und direkt angefangen und es total vergessen. Und gestern zum Beispiel auch. Also ich habe es gestern auch komplett vergessen. Und ich habe richtig das Gefühl, dass ich so schlapp und erschöpft bin. Also, und es gibt aber gar keinen Grund. Also ich bin wirklich, gehe früh genug schlafen und habe einen guten Schlaf. Ich wache nicht nachts auf oder so. Schlaf wirklich gut. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Zusammenhang steht mit meinen Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen. Weil es ist einfach so, ich habe das in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, wenn ich die nicht genommen habe, dass es mir ähnlich ging wie jetzt. Teilweise noch schlechter, über den ganzen Tag hinweg immer müde und erschöpft und keine Ahnung was. Und ich glaube, das steht in Zusammenhang. Also ich muss unbedingt mal drauf achten, die nächsten Tage wieder meine Routine reinzukriegen, dass ich morgens ganz normal meine Sachen nehme. Jetzt zum Beispiel ist gerade wieder alles leer und ich muss mich hinstellen und alles neu auffüllen. Und ich bin da immer so faul,
zu. Und da passiert es dann auch manchmal, dass ich ein, zwei Tage nichts nehme. Aber ohne Mist, ich habe das Gefühl, ich merke das sofort direkt. Also egal wie viel Uhr ich die letzte Zeit schlafen gegangen bin, egal wie gut ich habe sogar teilweise so einen krassen tiefen Schlaf, dass ich nicht richtig irgendwie was mitbekomme. Also ich kriege das dann nur so leicht mit, wenn der Lias aufgewacht ist und auf Toilette wollte oder keine Ahnung. Also ich bin so richtig im Tiefschlaf momentan. Und trotzdem bin ich so kaputt morgens. Keine Ahnung. Also ich werde dem Ganzen einfach mal noch Zeit geben, dass ich sage, hey, ich achte jetzt drauf, dass ich wieder meine Nahrungsergänzungsmittel nehme und so weiter. Und dann mal sehen, was passiert. Genau. So. Heute ist ja Montag, neue Woche. Ich habe diese Woche unglaublich, unglaublich viel zu tun. Also wirklich. Von Buchhaltung über Rechnung schreiben. Ich habe viele Kooperationen diese Woche. Irgendwie letzte Woche waren es nur zwei und diese Woche sind es irgendwie fünf oder so. Also voll mies aufgeteilt. Aber manchmal ist es halt so, denn gerade wenn so die Woche kommt zum Beispiel super viele neue Produkte und Kollektionen raus. Ich freue mich da immer. Wenn ich irgendwie eine Instagram-Story oder hier euch was zeigen kann, wenn es um neue Produkte geht. Ich finde das ja immer mega interessant. Deswegen, das wird schon ganz cool werden. Aber es ist echt viel. Am Mittwoch werden wir wahrscheinlich in den Deko Andreas noch fahren. Am Donnerstag wahrscheinlich zu der Dekorateurin, wobei das noch nicht feststeht hundertprozentig. Da sind wir gerade nämlich dabei, einen neuen Termin zu finden. Ich wollte auch irgendwann mal die Woche, wenn ich es hinbekomme, vielleicht Freitag in die Hochzeitslocation. Genau. Am Freitag ist auch noch der Lias auf dem Kindergeburtstag. Ich muss noch ein Geschenk besorgen. Irgendwann die Woche bis zum Freitag sollen auch die Einladungskarten kommen. Da werden wir direkt am Wochenende anfangen, die dann komplett überall zu verteilen und zu verschicken und so weiter. Muss ich noch viele Adressen raussuchen, vorausfinden. Genau. Ich weiß gar nicht, was noch alles auf dem Plan steht. Es steht einiges auf dem Plan. Und im Hinterkopf habe ich auch noch meine Deko-Geschichte, was ich ja momentan alles mache. Ich habe ja super viel gestern und vorgestern noch bestellt. Das wird auch alles die Woche eintrudeln. Also von XXL, von H&M, von Benuta, von Joop, von... Ich weiß es gar nicht. Ich habe echt noch mal einiges bestellt. Und ich muss die ganzen Retouren fertig machen. Alter Schwede. Oh mein Gott, bei Amazon ist es ja so, okay, ich habe dann ein Amazon-Päckchen und dann habe ich gefühlt, aber jetzt da oben gerade 10 Amazon-Päckchen, die sehen ja alle gleich aus. Und ich muss mir dann irgendwie versuchen, ich muss Post-its oder sowas drauf machen, dass ich weiß, welches Päckchen zu was gehört. Und ich kriege ja auch von Amazon einfach nur diesen QR-Code zugesendet, den ich dann abscanne. Ich werde die wahrscheinlich alle vertauschen. Ich glaube, ich muss das in Dreier-Steps machen, dass ich mir dann, ich weiß nicht, wie ich es mache, aber die Woche wird auf jeden Fall auch so ein Retouren-Marathon. Richtig ätzend. Ich hasse es so sehr, irgendwas mit Retouren zu machen. Ich bin normalerweise so, dass ich auch nicht ich bestelle nie irgendwie was in zwei Größen und dies und das und ma und hi und keine Ahnung was, weil ich hasse es, diese Retourengeschichte. Das geht mir so auf den Keks. Ich versuche das absolut zu vermeiden. Aber bei der aktuellen Sache, das ist halt das Schwierige online mit Farben. Ja, also ich wusste nicht, es gab so viele von den Kissen, wo ich gesagt habe, boah, die passen safe zum Teppich und letzten Endes eigentlich hat keiner so richtig hundertprozentig zum Teppich gepasst. Deswegen super, super schwierig. Ich bin echt gespannt auf die Kissen von Benuta und von H&M, ob da irgendwas Passendes ist. Ich hoffe, die kommen jetzt echt die nächsten, also heute wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe, die kommen Dienstag oder Mittwoch noch an, bevor ich zum Deko Andreas fahre, dass ich einfach dann beim Deko Andreas weiß, soll ich nur noch ein, zwei Kissen holen oder brauche ich fünf Kissen? Weil beim Deko Andreas fährt man halt nicht einfach mal so hin. Wir fahren da ja über eine Stunde hin und da ist es dann halt blöd, wenn ich irgendwie zu wenig oder zu viel habe, weil bis ich dann wieder dahin komme, um das Ganze dann umzutauschen, zurückzugeben oder noch eins zu holen, weil es zu wenig ist oder sowas, das wäre dann halt mega ärgerlich. Deswegen, ja, was ich ja auch noch machen wollte,
Ich habe ja euch die Risse in unseren Wänden gezeigt. Die wollte ich ja auch zumachen. Da haben mir auch ganz viele von euch geschrieben, das liegt nicht an der Firma, die du hattest, sondern das liegt am Haus an sich. Genau, wegen, also das Haus arbeitet ja noch 1, 2 Jahre, nachdem es neu gebaut wurde und trocknet und arbeitet halt einfach. Und da entstehen solche Risse und das wäre ganz normal. Das weiß ich. Deswegen haben wir auch keine Garantie. Es hat ja auch jemand geschrieben, hey, du hast doch so und so viele Jahre Garantie auf Arbeiten und keine Ahnung was. Ja, theoretisch. Es ist nur ein bisschen schwierig, wenn man jemanden immer schreibt und man einfach keine Antwort bekommt. Was, keine Ahnung. Und ich habe gar keine Lust, mich jetzt irgendwie mit Anwalt und keine Ahnung was auseinanderzusetzen. Das mit den Rissen, das werde ich einfach selber machen und dann ist alles gut. Und er hat ja aber auch sonst einfach diese miserable Arbeit gemacht. Also wenn man bei uns zum Beispiel an der Eingangstür steht und durch den Wohnbereich schaut an der Decke, du siehst halt echt, dass irgendwie ein Fünfjähriger gefühlt gestrichen hat. Ja, du siehst halt echt, dass es nicht schön gestrichen ist und man sieht halt, man sieht einfach echt die ganzen Streifen und es ist so schlecht gestrichen. Und ja, deswegen selbst, also Garantie hin oder her, erstens, wir kommen mit demjenigen nicht in Kontakt, weil er sich einfach nicht meldet und ich einfach keine Zeit, Nerven und Geld investieren möchte, irgendwie über Anwälte oder sowas mit ihm mich in Verbindung zu setzen, weil letzten Endes habe ich auch gar keine Lust, dass dieser Mensch jemals wieder unser Haus betritt und irgendetwas bei uns macht, weil er einfach so schlecht ist, ja. Und klar könnte man jetzt hin und her machen mit vielleicht Geld zurück, teilweise und so weiter und so fort, aber ich habe dazu keine Nerven. Ich will mir den Scheiß nicht geben. Ich habe damit abgeschlossen, aber ich weiß einfach, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren, wir warten einfach noch mal ein bisschen, dass es sich lohnt, dass die Kinder noch ein bisschen älter werden, weiß ich auf jeden Fall, dass wir mal für 2, 3 Tage das Haus verlassen, alles abgedeckt wird, alle Möbel werden in die Mitte vom Raum geschoben und wir werden uns eine Firma nehmen mit, ja, die dann halt kein Angebot macht für so und so viel Tausende von Euro, sondern da muss man halt einen sehr hohen Betrag, also einen höheren Betrag praktisch in die Hand nehmen und das Haus einmal komplett streichen lassen. Ja, auch zum Beispiel unser Treppengeländer ist es auch so. Das wurde ja hier von der Firma gemacht und das sind dann halt ganz normale Verschleißerscheinungen. Das wir fassen ja immer wieder das Treppengeländer an. Wir müssen uns echt angewöhnen, eher beim Handlauf, den Handlauf anzufassen als das Treppengeländer. Da sind nämlich auch an den einen oder anderen Stellen, sieht man, dass da Farbe weg ist, abgesplittert ist oder sowas. Das ist halt mega ärgerlich. Und ja, ich kann halt nicht die Firma anrufen und sage, ja, hier Garantie, dies, das, weil das sind ganz normale Verschleißerscheinungen. Das ist ja, das ist halt einfach so. Und ja, so, wir haben da halt so ein paar Baustellen im Haus, wo ich sage, hey, ich nehme das Ganze in Angriff. Ah, boah, was ein Nieser. Meine Mutter wird jetzt sagen, wenn jemand niest, heißt es bei uns, dass derjenige oder das, was gerade erzählt wurde, ist so sozusagen die Wahrheit. Man sagt dann immer Istina. Also das, was gerade erzählt wurde, entspricht der Wahrheit. Ich werde das alles, wie gesagt, selber im Haus jetzt nach und nach angehen. Ich würde das nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass ich könnte, weil ich bin einfach bei so Sachen wirklich penibel und guck dann auch und will halt das Beste und das Schönste rausholen. Und wenn ich wüsste, dass ich es nicht könnte und dass ich das Larifari machen würde, dann würde ich es auch nicht machen. Ich mache wirklich nur die Sachen, wo ich weiß, wie es gemacht wird und dass ich weiß, wie es geht. So, bevor jemand wieder sagt, nimm dir eine Firma, mach das nicht alleine. Alles gut. Genau. Also, das habe ich noch im Hinterkopf. Das muss ich irgendwann machen, weil ich habe ja jede Menge Sachen beim Turmbaumarkt geholt und ich muss echt viel zurückbringen. Genau. Also, ich hatte ja auch jede Menge Silikon und Acryl besorgt. So viele Flaschen und ich habe einfach keine einzige davon gebraucht, weil wir hatten noch 3 Flaschen und die haben mir total gelangt. Also deswegen, ich kann einfach so viel wieder zurückbringen. Das ist ganz gut, weil ich habe echt pro Flasche, ich weiß gar nicht. Also alle von den Flaschen hatten, glaube ich, um die 8, 9 € gekostet. Die Klebeteile sogar 10 €. Also ich habe da echt, hat ja 140 € oder sowas ausgegeben. Also ich kann locker für 100 € Sachen zurückgeben. Ist ja auch gut, die sind geschlossen, die sind nicht angebrochen. Da ist ja nichts Schlimmes dran, aber
Ich muss nur gucken, dass ich in den 2 Wochen Rückgabefrist bleibe oder ich weiß gar nicht, wie lange man dort zurückgeben kann. Aber ja, das sind auch noch so diese Sachen, die ich im Haushalt eben machen möchte. Deswegen höre ich auf zu quatschen. Ich starte, ich lege los. Ich weiß gar nicht, mit was ich loslege jetzt gleich. Ich esse erstmal was und dann vielleicht fange ich direkt an, einfach einen Vlog zu schneiden. Dann habe ich das aus dem Kopf und dann gucke ich mal, was ich angehe. Es ist, wie gesagt, es ist einiges, einiges, einiges. Und versuche das irgendwie die Woche zu handeln. Aber ich weiß genau, am Ende der Woche denke ich mir nur so, Gott sei Dank ist diese Woche rum, weil das wirklich, es ist eine Powerwoche, die ansteht. So, Frühstück ist angerichtet. Ich habe hier direkt meinen Laptop aufgeklappt, werde jetzt als allererstes einen Vlog schneiden. Heute habe ich mir einmal, das ist so Sonnenblumenbrot, und zwar ohne Margarine. Ich will das mal testen, wenn ich Wurst esse, dass ich nicht noch Margarine nehme, weil Wurst an sich ist ja schon fettig genug. Mal gucken, wie das schmeckt. Das hier ist jetzt diese Bio-Wurst vom Aldi, Pute mit Paprikastücken drin. Die schmeckt wirklich richtig lecker. Gurken drauf. Dann habe ich hier gerade meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine aufgefüllt für die komplette Woche. Genau. Wasser natürlich. Und ich habe mir direkt hier eine große Karaffe gemacht und eine Zitrone darin ausgepresst. Eine riesengroße Zitrone. Genau. Und das hier ist übrigens in die neuen Gläser. Die sind so schön. Ich liebe sie. Finde die so, so hübsch. Ich habe endlich mal wieder meine Yankee Candle angemacht. Meine Güte, die ist, hat jetzt schon lange nicht mehr gebrannt. Aber irgendwie die letzten Tage, keine Ahnung, wir hatten andere Sorgen. Amazon hat schon geklingelt. Und zwar habe ich diese Dinger hier besorgt, für an die Wand zu machen, wegen den Bilderrahmen sozusagen. Genau. Ich bin gespannt, ob das Ganze hält. Also hier steht ja bis zu 200 Kilo. Die Frage ist nur, ob das jetzt mit der Oberfläche funktioniert. Oder ob das nur auf total glatten Oberflächen ist, wobei ich ja schon gesagt habe, unsere Wand ist ja sehr glatt. Von daher aus, ich finde solche durchsichtigen Haken halt einfach optimal. Da kann man dann, auch wenn ich das die Bilder wegmache, dann kann ich da neue Bilder oder neue Sachen drauf aufhängen oder irgendwelche Dekorationen. Die sind halt durchsichtig, die sind nicht so auffällig, deswegen finde ich die mit am genialsten. Und davon habe ich jetzt einige Packungen auf jeden Fall bestellt. Ich glaube 5 Stück oder sowas. 25 Haken habe ich jetzt bestellt. Laut meinen Berechnungen sollte es lang. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass ich nicht am Ende doch in die Wand bohren muss. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das klappen wird. Aber ich werde es, glaube ich, jetzt auch irgendwie die Tage mal testen. Genau. So, jetzt werde ich aber erst einmal frühstücken und mit dem heutigen Vlog starten. So, da melde ich mich mal kurz. Wir sind mittlerweile 20 nach 12. Ich fahre jetzt die nächsten Minuten los, hole den Samu ab und bringe 2 Pakete weg. Ich habe einmal das Paket von Mannmobilia fertig gemacht, wegen der Decke. Und ich habe es geschafft. Das war so cool. Ich habe nämlich hier bei Amazon angeklickt, welche Kissen ich zurückgeben möchte. Und es wurde jetzt alles gesammelt in einer Bestellung. Also ich habe die zwar verschieden bestellt, aber die haben das jetzt alles zusammen über einen QR-Code gemacht. Das heißt, ich habe jetzt nur ein Amazon-Paket mit den ganzen Kissen drin. Ein paar Kissen habe ich noch behalten, weil ich mir da noch unsicher bin, ob das, das sind die ganz hellen, die fast weiß sind. Die würden, glaube ich, zu allem relativ gut passen. Aber da bin ich mir auch noch unsicher. Da warte ich noch, die lasse ich noch mal da. Genau, deswegen, ich habe jetzt 2 große Pakete, die werde ich wegbringen, den Samu holen. Wenn er dann schläft, werde ich Mittagessen machen. Ich weiß noch nicht genau was, ich habe aber Putenfleisch rausgeholt und Gemüse wollte ich jetzt hier unbedingt mal verwerten. Wir haben so viel Gemüse da und wir haben jetzt die letzte Woche ja nicht wirklich was essen können wegen Magen-Darm. Deswegen, das muss echt mal alles langsam verwertet werden. Ich habe meine komplette Buchhaltung fertig, ich habe meine kompletten Rechnungen geschrieben, ich habe meinen Vlog für heute fertig, der ist jetzt auch schon fast hochgeladen. Also wenn ich zurückkomme, kann ich den dann auch online stellen. Ich habe die Retouren fertig gemacht, ich habe die komplette Märzplanung fertig, wobei ich noch auf 2 E-Mails warte, aber ansonsten, das sind wirklich jetzt nur noch Kleinigkeiten. Ich habe die 2 Geburtstagsgeschenke bestellt für die 2 Jungs, die jetzt Geburtstag haben. Genau, am Freitag hat ja einer aus dem Kindergarten Geburtstag. Und Anfang März hat noch jemand Geburtstag. Dann vom Kindergarten habe ich auch gerade die ganzen Planungen hier reingeschrieben, wann die geschlossen haben. Und unser Urlaub ist ja jetzt mittlerweile komplett fix. Genau. September. Oh, ist noch lange hin, aber man kann sich drauf freuen. Genau. Also ich bin
was Papierkram angeht, Bestellungen, Erledigungen, Retouren, Vlog schneiden, E-Mails, Rechnung schreiben. Ich bin mit allem fertig. Richtig genial. Und wir haben 12:30. Also ich habe richtig in die Tasten gehauen. Ich habe wirklich die letzten 4 Stunden einfach nur tak, 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 tak gemacht auf meinem Laptop. Wirklich gestört. Genau. Das heißt, wenn ich zurückkomme, ja, ich mache mich ans Mittagessen und ich habe durchgesaugt, ja, aber ich möchte jetzt noch wischen und vielleicht mache ich mich dann mal ran an diese Risse von den Ecken, von den Wänden, genau. Und in meinem Zimmer kann ich dann die ganzen Amazon-Pakete kaputt machen und in den Müll schmeißen, genau, weil ich ja noch dachte, dass ich jedes Kissen einzeln da verschicken muss und so weiter. Genau, das kann ich nämlich dann auch machen. Läuft. Solche Montage liebe ich, die richtig produktiv sind und einfach mal glatt laufen, ohne dass irgendein Quatsch passiert. Genau, das ist der Zwischenstand für heute. Also, läuft gut. Ein Tick von Samo. Egal wie schwer sein Rucksack ist, er muss ihn alleine tragen. Mal auf dem Rücken, mal will er ihn in der Hand tragen, auch wenn er auf dem Boden schleift. Egal, er will ihn mir nicht geben. Keine Chance. Ich habe ihn gerade abgenommen, weil ich ihm helfen wollte. Und er hat angefangen rumzumeckern. Okay, du hast es geschafft. Wahnsinn. So, es gibt noch was anderes als geplant, weil wir hatten noch so viel Reis übrig und ich wollte den verwerten und ich hatte die Putenfleisch schon aufgetaut. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich noch die Paprikasahnesoße dazu. Genau, ja, das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Ah, schaut mal, ich habe so Haken bestellt, weil es mich nervt, dass wir immer die Handtücher da so drüber hängen. Die meisten hängen eh hinter der Tür, aber hier zum Beispiel der Lias hängt immer sein Handtuch hier so drüber und ich finde das irgendwie angenehmer. Und die sind schön durchsichtig, kann man hier so dranhängen und ja, eigentlich perfekt. Genau, ja, davon haben wir jetzt ein paar. Ich werde wahrscheinlich nicht alle dran hängen lassen, aber sehr, sehr cool über Amazon bestellt. So, wir haben mittlerweile 4:15. Ich werde jetzt mal diese ganzen Kartons runterbringen. Und dann gehe ich wahrscheinlich zu meiner Schwester rüber. Meine Mama ist nämlich spontan gekommen. Ich habe gerade den Lias vom Kindergarten abgeholt und sie dann vom Bahnhof. Genau. Ja, und ich bin auch mit meiner Arbeit heute echt so komplett durch. Richtig gut. Ich habe alles erledigt. Auch Instagram-Story und sowas. Alles ist fertig. Ich habe hier die Klamotten aufgeräumt. Ich habe hier nur noch ein paar übrige, weil ich habe eiskalt, Leute, keine Kleiderbügel mehr. Ich muss unbedingt aussortieren. Ganz, 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 ganz dringend, dass ich wieder Kleiderbügel habe. The struggle is real. So, wir waren jetzt die ganze Zeit drüben bei meiner Schwester und bei meiner Mama. Wir haben mittlerweile schon 7:30. Genau, die Jungs sind jetzt im Bett, beziehungsweise der Lias ist noch am Zähneputzen. Der Samus ist jetzt aber gerade schon im Bett. Ja, war die ganze Zeit drüben, haben eben gequatscht, Zeit verbracht mit den Jungs und wir haben ein paar alte Videos von mir angeschaut. Hallo Miami. und zwar aus Paris, genau, Paris, wo ich mit dem Lias schwanger gewesen bin, waren wir ja zu dritt in Paris gewesen und in Disneyland, genau. Weil wir hatten überlegt, ob wir mit dem Lias hinfahren. Ja, da sind wir uns noch so ein bisschen unsicher, ob es vielleicht noch zu früh ist. Einfach dann da den ganzen Tag rumzulaufen, dann den ganzen Tag in Paris. Also ich war damals völlig fertig, aber ich war auch schwanger gewesen. Das war schon anstrengend. Aber ja, so ein paar alte Videos haben wir uns angeschaut. Das war sehr interessant. Gerade haben wir uns nochmal Rom haben wir uns auch angeguckt. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich heute Vormittag so gut mit meiner Arbeit hingekommen bin, dass ich alles fertig hatte, dass ich jetzt in Ruhe drüben chillen konnte. Genau, sonst hätte es nämlich nicht funktioniert. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr gut gewesen. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, aber auch nichts machen. Ich habe übelste Unterleibsschmerzen. Also hallo Eisprung, sage ich nur. Ich habe mir gerade eine Wärmflasche gemacht, die wartet schon auf mich auf der Couch. Ich werde jetzt die letzte Folge von Kylie Jenner schauen. Also Kylie Jenner hat, glaube ich, nur, das waren 8 oder 9 Folgen, wo sie mit Kameras begleitet wurde, einfach so durch ihren Alltag. Sowas wie Keeping Up with the Kardashians, aber halt nur mit ihr alleine. Genau, Mac and Cheese ist gerade fertig geworden. Werde ich jetzt essen und einfach mir diese Folge anschauen und ja, den Abend ausklingen lassen. Ihr Lieben, ich würde sagen, ich melde mich morgen wieder bei euch. Morgen steht auch so ein bisschen was an, aber am Mittwoch wird es interessant. Da werden wir nämlich in den Deko-Andreas fahren.
meine Schwester, meine Mama und ich. Und ja, da nehme ich euch mit. Ich bin echt gespannt. Da wird wahrscheinlich viel Deko sein, was so Ostern angeht. Aber ja, mal gucken, was ich da bekomme. Ich hoffe ja auf die Deko-Boho-Kissen und auf mein Geschirr. Genau, ich bin ja jedes Mal, wenn ich dort bin, schaue ich nach meinem Geschirr. Schaut mal, das sind die Schüsseln. Also so schön. Die sind so hübsch, so ein schöner Beige-Ton. Und da versuche ich ja schon die ganze Zeit, die Teller und sowas zu bekommen. Aber immer, wenn ich dort bin, gibt es die nicht in Beige. Es gibt sie dann in Rosa und in Grün und in Blau und keine Ahnung, was für Farbe. Aber Beige ist immer ausverkauft. Deswegen versuche ich auch diesmal einfach wieder mein Glück. Mal sehen. Ja. Ihr Lieben, ich verabschiede mich und wir hören uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.